Ja, also es ist folgendes. Die Zugabe Nummer 1 heißt Ode. Es ist Ode an das Kunstlokal. Ja. Und die Zugabe Nummer 2, die gewünscht wurde, heißt Hommage ans Kunstlokal. Der Inhalt ist dasselbe. Aber ich danke für die Abstimmung. Ich sage natürlich, alle jetzt vorkommenden Personen und Geschehnisse sind absolut frei erfunden. Und ja, ihr hört es jetzt, es ist, wir müssen nicht alle sehr stark sein. Ich mache vorher schon was. Aber ich danke, dass es zu dieser Zugabe kommen darf. Ihr habt wirklich Geschmack. Hommage an das Kunstlokal. Kunst kommt von Können, sagt Herr Wurm. Es ist aber schon mancher Sturm, der die Begriffe hat verwechselt. Früher wurde er zerhäckselt oder im Kotter eingesperrt. Heute steht es um die Kunst verkehrt. Man kann nur wissen, was gerade in ist, wenn man im Kunstlokal herin ist. Ich kenne manch Künstler, nenne die Namen, die künstlerisch zusammenkamen, sowohl die Jungen als auch die Alten möchten Ausstellungen abhalten. Doch nicht nur die Vernissage soll laufen, die Leute sollen sie die Kunst erkaufen. Und so geschah es, an einem Mittwoch, die war vom Vorabend verwirrt noch, eine Dame kommt zur Tür herein, das könnte eine gestopfte Kundin sein. Sie tut noch schüchtern, schaut sich um, gustiert mit einem Keramiktrum von niemand. Doch das ist jetzt teuer. Aber vielleicht komme ich zur Sonnenwendfeier und kaufe etwas im Atelier. Naja, den Schmäh, den kennen wir eh. Doch jetzt hat sie ein Bild gesehen. Sie stockt kurz, blickt. Dann bleibt sie stehen und meint, das ist bestimmt ein Bräugel. Der Martin drückt nur zu die Augen und sagt, erklärend, eine gute Frau, das eine weiß ich ganz genau. Die Susi Stadler hat das gemalt. Und auch ihr Gatte hat viel Zeit für die Ausarbeitung seiner Fotos. Inzwischen sagt man, ist er brotlos. So geht die Kundin zögernd weiter, das Auge glänzt. Ihr Blick wird heiter, weil jetzt hat's gesehen, eine Skulptur von Kurtl Graf. Da sieht man nur drei Männer, nackt, von Gott erschaffen. Jetzt folgt der Blick auf einen Affen, aquarelliert von Margit König. Für sowas zahlt man nicht gerade wenig. Ja, Gutes hat so seinen Preis, was unsere Kundin sicher weiß. Jetzt tut er sich schon das Börsel richten und auch weiter möchte sie noch sichten die Kunstwerke, die ausgestellt und später loswerden ihr Geld. Bei einem Foto bleibt sie stehen und ächzt. Ich habe schon vieles gesehen, die Blumenbübeln sind afad, kann ja nichts anderes, der Slat? Doch, erklärt Herr Suric brav. Er ist ein Pflanzenfotograf, macht Bilder auch von Enzersdorf und selten nur ist eins unscharf. Jetzt sieht die Dame eine Leiter auf einem Bild, so gelb wie Eiter. Sagen Sie, Betreiber von dem Haus, die Malerin heißt wirklich Maus? Und malt einen Wurm in Evas Opfer, bei dieser Bilder kriege ich Kopfe. Oh ja, Frau Maus, das ist ihr Name, und gerne denke ich an die Dame. Sie ließ sich auch nicht lange bitten und zeigte gerne ihre Werke. Los, Zeit, ja? Da wäre was von Frau Waberer, die war da mit ihren Haberer, die malt per Landschaft und kann acht.
Die Bilder wirken meist abstrakt. Erklären Sie mir nichts, sonst stimmt, ich weiß schon. Eine Kopie ist das von einem Picasso. Der Martin hält sich an am Krügel. Nein, gnädige Frau, das ist ein Spürgel. Ihr Blick fällt auf einen Wandkalender. Ja, diese edle Handschrift kennt da jeder. Sie ist vom Love. Braucht gar nicht Hussen, weil seine Bilder fahren auf Bussen quer durchs Moorfeld. Von da bis Ort. Nur tut der Meister sich schon hart, ständig was nachzuproduzieren, weil neue Interessenten gieren, ungeniert nach neuem Stuff. Und so war das nicht leicht, der Lauf. Und gleich neben dem Wandkalender hängt ein Bild von einem Zwölfender. Und neben dem Hirsch ein Reh, ein Biber. Ja, diese Bilder sind mir lieber. Ein Häschen sitzt zernäpft im Gras. Ja, diese Bilder haben schon was. Verzückt, sie auf einer Reihe geschnurrt. Die Pictures sind vom Kracher Kurt. Sitzt oft versteckt in einer Höhle mit seinem 400er Tele. Gut verhüllt in seinem Tarnnetz. Bei der Köden ist es kein Witz. Erklärt ihr Martin ganz beflissen und denkt, ich fühle mich ziemlich schlaucht, weil der ihr nur mehr Zeit verbraucht. Und an der Wand, genau gegenüber von dem Hirsch und von dem Biber, sieht dunkle Strich, dazwischen weiß. Wie kommt man nur auf so einen spektakulären Einfall, einen Strichcode Tönen auszuformen? Dieses Werk sprengt alle Normen, das will ich haben. Die Stimme bebt, nur geht's nicht runter, weil es klebt mit Silikon auf dem Verputz. Martin, sonor und voller Trotz, ich kann das jetzt nicht überstehen, da müssen Sie schon die Wand mitnehmen. Die Kundin dreht sich um und sieht eine Plastik mit viel Gewicht. Ein Torso, aufgespießt auf einem Pfahl, hängt in einem billigen Holzregal. Das ist eine Installation. Hören Sie von meinem Mann, der Sohn, der ist Elektriker, womöglich gelingt es ihm, dass der Tor so täglich oder nur zu den Öffnungszeiten dort helles Licht im Raum verbreitet. Jetzt sieht die Sonnenstrahlenfänger. Und ihre Worte fallen strenger. Das war jetzt übrigens auch wieder ein Schüttelvers. Strahlenfänger fallen strenger, ja, nur wegen der Bildung dafür. Ja. Sie, junger Mann, erklären Sie mir das. Wie verschmilzt man so ein Glas? Naja, die Technik nennt man Fusion. Und manchmal helfen mir zwar tschechische Glasfacharbeiter. Braucht man. Braucht auch einen Ofen mit viel Hitz und viel Geduld, sonst wird es nichts. Und dann verschmelzen halt die Gläser. Manchmal schlechter, manchmal besser. Das wollen Sie zum Strahlenfangen nutzen, da müssen Sie vorher Fenster putzen. Doch dieses ist des Georgs Job. Mit Wasserkiebe und einem Mob, so reinigt er das Glasportal und ärgert sich auch jedes Mal, dass noch drei Tage so ist wie zuerst. Romana, gütig und beherrscht, hilft oft dabei und schwingt den Besen. Die Kundin hätte man fast vergessen. Die sagt nur, danke, es war sehr schön, es ist kurz vor 12, ich muss jetzt gehen, es war ja überhaupt nicht Fahrt, ich treffe jetzt den Kulturstadtrat, zwingt den Konzerten in der Au. Jetzt aber raus, gnädige Frau. Sie drückt die Türschnallen in die Hand an Pärchen, allseits
Wohlbekannt. Frau Dr. S. und auch Ihr Lover. Sie bringen Bio-Keks aus Hafer. Und Nüsschen. Und Nüsschen und ein Glas Honig. Als weitere verschweigt die Chronik. Sie bleiben bis 3:45. Jetzt kommt dann noch der Leitgeb Hans und obendrein der Heini Seifert. Doch Georg sich massiv ereifert. Ich muss jetzt wirklich fahren, mir brennt's, um 13:30 ist Konferenz. Und die Moral von der Geschichte: Die Kunst verstehen kann man nicht. Man kann sie spüren, fühlen, empfinden, etwas für gut oder auch schlecht befinden. Ja, so geht's zu im Raum für Künstler. Die nächsten Wochen werden finster. 2 Monate Pause. Es wird eine Qual. Bleibt bitte treu dem Kunstlokal.